Moin Leute, Gottpriester hier. Die Kurzfassung zum Tides of War Kapitel 3 Update Nummer 1 lautet: Der neue Battle Royale Modus Feuersturm wird heute zum 21.03. im Spiel implementiert und wird aber erst dann ab 25.03. freigeschaltet. Der Luftkampf wird interessanter gestaltet, indem die Anforderungen an Piloten erhöht werden. Dadurch dürften die zukünftigen Luftkämpfe deutlich interessanter werden. Außerdem gibt es Anpassungen an Fahrzeugen, Waffen sowie jede Menge andere Änderungen. Wir schauen jetzt mal bei den Flugzeugen rein, was konkret geändert wurde. Das wäre einmal die Flügel und die Querruder. Diese sind jetzt unter 200 km pro Stunde nicht mehr so beweglich. Bei geringerer Fluggeschwindigkeit ist der Auftrieb bei Flugzeugen jetzt deutlich geringer. Und solltet ihr euch in einem Sturzflug befinden, zieht das Flugzeug jetzt nicht mehr so stark nach unten. Langsames Fliegen wirkt sich jetzt noch stärker auf eure Manövrierfähigkeiten aus. Außerdem wurde das Blockierverhalten bei Flugzeugen verbessert. Zudem wurde das Kurvenverhalten bei über 180 Stunden pro Kilometer so verändert, dass jetzt fortgeschrittene Spieler bessere Manöver darin fliegen können. Flugzeuge behalten jetzt ohne weitere Beschleunigung viel länger ihre Höchstgeschwindigkeit, bis diese letztendlich wieder beschleunigt werden müssen. Die Schwerkraft hat jetzt mehr Einfluss auf eure Flugzeuge. Um den Widerstand zu verringern, ist es jetzt besser, einfach höher zu steigen, um im Endeffekt so in kürzerer Zeit wieder schneller zu werden. Solltet ihr die Geschwindigkeit verringern, wird diese nicht mehr so schnell beeinflusst. Stellt sicher, dass ihr die Schwerkraft zu eurem Vorteil benutzt. Beim Beschleunigen gilt das Gleiche. Normal müsstet ihr einen Steigflug machen und dann wieder auf optimale Höhe euch in die Horizontale begeben. Wenn man jetzt alle Änderungen zusammennimmt, ist die Anzahl der Faktoren, die ein Pilot beim Fliegen berücksichtigen sollte, deutlich gestiegen. So kommen wir nun zu den anderen Fahrzeugänderungen. Beifahrer können jetzt bei Fahrzeugen, wo das so vorgesehen ist, auch Raketenwerfer während der Fahrt abfeuern. Beim Valentin Archer wird nun die richtige Munition angezeigt, das betrifft hier die APDS und MG Munition. Es soll jetzt kein Problem mehr darstellen, den Motor vom Valentin Archer zu reparieren, sodass dieser nicht mehr rot angezeigt wird. Weiter geht's mit den anderen Änderungen. Flugzeuge kollidieren jetzt nicht mehr länger mit Supportkisten und Spieler sterben jetzt ordnungsgemäß, wenn sie ein Flugzeug verlassen, was zuvor bzw. währenddessen zerstört wird. Dann gab es noch das legendäre Panzer-Exploit, dass man die Runde schon starten konnte, bevor ab die Runde offiziell angefangen hatte. Das wurde nun gefixt. Die Schadenswerte mittlerer und großer Bomben auf Infanterie- und Bodenfahrzeuge wurde angepasst, sodass jetzt eine bessere Schadensverteilung stattfindet. Oh Mann, ich hab's doch gewusst, die neuen Flugzeuge werden abgeschwächt. Das betrifft vor allen Dingen die Panzerabwehrkanone, einmal mit 75 mm und die 6-Pfünder. Das wäre einmal für die neue Mosquito und dann einmal für die U88C. Die Schadenswerte sind jetzt fast dieselben wie bei der Stuga-Bordkanone BK-37. Der maximale Explosionsradius der GR-21-Raketen wurde reduziert, damit diese besser ausgeglichen sind, um mit den RP-3-Raketen etwa gleichzuziehen. Die kleinen Bomben der BF-109G2 können jetzt zusammen abgeschossen werden und landen dementsprechend auch näher an ihrem Ziel. Die Wirksamkeit gegen Infanterie wird somit gesteigert und außerdem stellt dies eine gute Alternative zu den GR-21-Raketen dar. Die 4000-Pfund-Bombe der neuen Mosquito wird vom Sprengschaden her nochmal deutlich verringert, wird aber dennoch die Bombe mit dem meisten Schaden bleiben. Außerdem wird diese jetzt nach dem Ausklingen nochmal deutlich verlangsamt. Halleluja, kann man da nur sagen, das war wirklich mal eine weise Entscheidung. Die 250-Pfund-Bomben der Spitfire VA können jetzt gemeinsam abgeworfen werden und haben außerdem noch einen leicht erhöhten Schaden gegen Infanterie. Jetzt kommt eine etwas schlechtere Nachricht, der Streuschaden der Bordkanone 37 wurde reduziert. Na, da bin ich mal gespannt, wie sie das umgesetzt haben. Reparierte Fahrzeuge in Klammer Panzer erhalten jetzt wieder die korrekten Schadenswerte, wenn sie an der Ober- oder Unterseite getroffen werden. Die Schadenswerte des Valentin Flugabwehrpanzer wurden reduziert, sodass diese jetzt mehr Schüsse benötigen. Auf Infanterie im mittleren Bereich dürften jetzt keine One-Hits mehr möglich sein. Die Panzertürme vom mittleren und schweren Panzer lassen sich jetzt schwerer deaktivieren. Um ein Haubitzengefühl zu erzeugen, werden die Geschosse vom Sturmgeschütz sowie die Standard-HE-Geschosse beim Start etwas vermindert und dann auf Entfernung wieder schneller. Was man noch dazu sagen muss, dass sich dabei nur um eine optische Geschichte handelt. Weiter geht's mit Waffen, Gadgets und Spezialisierung. Die Piat wurde an die neuen Tankwerter angepasst und hat jetzt außerdem einen veränderten Sprengschaden auf Infanterie. Der allgemeine Schaden wurde außerdem etwas reduziert. Oh Leute, jetzt kommt's ganz dicke. Der Explosionsschaden der AP-Mine wurde wieder ohne 100% gesetzt. Das wurde auch mal wieder Zeit. In der letzten Zeit haben sich ja so viele Leute darauf spezialisiert. Das war wirklich nicht mehr feierlich. Ich erinnere mich dann noch an Battlefield 4 Zeiten. Dann ging's ja mit der Claymore so richtig ab. Wir schauen mal kurz in einen Clip hinein.
Man könnte fast denken, das wären Bots gewesen. Auf jeden Fall eine lustige Aktion. Der Schaden, der durch Minen und Dynamit verursacht wurde, wurde überarbeitet. Sie zerstören oder deaktivieren nicht mehr sofort Teile am Panzer. AT-Minen und Dynamit-Schadenskurve wurde hinzugefügt. Dynamit macht sehr viel Schaden, wenn es haften bleibt, dafür aber deutlich weniger, wenn es neben dem Fahrzeug liegt. Wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe, soll Dynamit, wenn es sehr nah am Feind platziert wurde, jetzt konzentrierter Schaden im Nahbereich verursachen. Es wurde ein Problem behoben, dass Waffen ohne Visier etwas länger ihre volle Genauigkeit erlangten als Waffen mit eisernem Visier. Hätte ich jetzt nicht unbedingt angepasst, aber der horizontale Rückstoß der FG-42 wurde auf 0,5 reduziert, der alte Wert lag bei 0,525. Die Nachladezeit des Sturmgewehrs 1 bis 5 wurde auf 0,78 reduziert, vorher lag dieser Wert bei 8,2. Bei halbautomatischen Gewehren wurde der Rückstoß pro Schuss und die Rückstoßabnahme verbessert. Die haben jetzt gefühlt eine größere bzw. einen längeren Rückstoß. Ob das jetzt nur eine optische Sache ist oder ob da wirklich tatsächliche Werte verändert wurden, konnte ich jetzt auf die Schnelle nicht prüfen, aber ihr könnt euch das ja mal genauer anschauen. Die Spezialisierung polierter Verschluss hat jetzt einen stärkeren Effekt auf den ersten Schuss. Haftgranaten können jetzt nicht länger an großen Munitionskisten aufgeladen werden. Wer braucht denn bitte sowas? Nahkampfschaden richten jetzt mehr Schaden an, wenn sich beide Spieler im tiefen Wasser befinden. Soll das ein kleiner Joke sein oder was hat DICE sich hier dabei gedacht? Wo bitte, auf welcher Map haben wir denn bitte tiefes Wasser? Die kleinen Munitionstaschen und Medikits werden jetzt richtig als jene angezeigt, als was diese auch sind. Zweibeiner können jetzt besser aufgestellt werden. Bei der K98K gab es einen Anzeigebug. Es wird jetzt wieder die richtige Munitionsanzahl angezeigt. Bei PC-Spielern wurde die DLS-Bildqualität in 4K und in 2K verbessert. Dann gab es noch jede Menge Fehlerbehebungen und Stabilisationsverbesserungen. Wer die vollständige Changelog auf Englisch lesen will, findet den Link in der Beschreibung. Jo Leute, lasst mal ein paar Likes regnen und Abos, wenn ihr neu seid. Haut rein, wir hören uns morgen, euer Goldpriester. Ciao.